Kurze Übersicht zur neuen Elite-Spezialisierung vom Dieb, dem Scharfschützen, und was sich alles ändern wird, erfährst du in diesem Video. Und somit herzlich zu einem neuen Video von mir. Und zwar, wenn wir die neue Elite-Spezialisierung anschauen, hier bei der Trade-Line oder bei der Spezialisierung Scharfschütze, können wir ein Gewehr tragen. Es ist so, dass wenn wir uns das Gewehr mal hier genauer anschauen, dann haben wir hier jede Menge Fertigkeiten. Die erste Fertigkeit ist die ganz normale Auto-Attack-Chain oder die Auto-Attack-Angriff. Dann haben wir hier die zweite Fertigkeit, tödliche Zielgruppe. Da wird schon interessant, und zwar knien. Wir können uns hinknien und haben eine erhöhte Reichweite von 1500 und machen halt etwas mehr Schaden. Wir können uns hinknien, indem wir einfach die 5 benutzen. Wenn wir die 5 benutzen, dann knien wir uns hin. Wir sind dann aber halt immobilisiert. Wir können jetzt nicht hin und her laufen, sondern sind an Ort und Stelle gebunden. Erst wenn wir einen Waffenwechsel machen, dann stehen wir wieder auf. Oder wenn wir das wieder aktivieren, also wenn wir die 5 nochmal benutzen, dann können wir wieder aufstehen. Und die zweite Besonderheit ist, Leute, dass wir Zeichen des Scharfschützen haben. Und zwar markiert ein einzelnes Ziel, das Stapel Bosheit über Zeit erzeugt. Und ganz unten können wir das auch sehen, also fast ganz unten, Bosheitsintervall passiv 3 Sekunden, Bosheitsintervall beim Angriff 1,5 Sekunden. Und Bosheit macht einfach 3% mehr Schaden. Also das heißt, je nachdem wie lange wir dieses Ziel markiert haben mit unserer F1-Fertigkeit, desto mehr Bosheit stackt und desto mehr Schaden machen wir. Das können wir auch direkt hier sehen, und zwar hier über diese Kugeln, sehen wir, wie viel Bosheit wir aktuell auf dem Ziel drauf haben. Wenn wir zum Beispiel nur 2 Kugeln am Leuchten haben, dann wissen wir, okay, momentan mache ich nur 6% mehr Schaden über Bosheit. Wenn ich natürlich alle 7 aktiviert habe, dann mache ich 21% mehr Schaden über Bosheit. Und je nachdem, ob ich den Gegner angreife oder nicht angreife, kann ich halt die Geschwindigkeit der Stackung beeinflussen von dieser Bosheit. Das kann ich auch mal zeigen, und zwar, das sieht man auch direkt, dass der Gegner markiert wurde. Nicht nur wir sehen es, dass er markiert wurde, sondern er selber sieht das auch. Wenn ich zum Beispiel hier diesen Ingenieur gleich markiere, dann taucht unter ihm so ein Symbol auf und auch über ihm so ein Symbol. Und dann wissen wir und dann weiß er, okay, er ist markiert worden, und dann fangen auch hier an, diese Kugeln zu brennen. Jetzt habe ich zum Beispiel 9, jetzt habe ich 4, mache ich automatisch 12% mehr Schaden, und wenn ich halt hier angreife, habe ich halt erhöhten Schaden. Genau, das ist die zweite Besonderheit, Leute, dass ich einfach den Gegner markieren kann und dann erhöhten Schaden fahre. Diese Markierung läuft natürlich auch aus, und zwar innerhalb von 25 Sekunden läuft das aus, und dann müssen wir das zum Beispiel nochmal neu draufsetzen. Der Gegner kann das nicht von sich selber aus wegmachen, also nur wir können das wegmachen, indem wir einfach ein neues Ziel auswählen, oder wir lassen es einfach ausklingen, also nach 25 Sekunden läuft es halt aus und wir könnten das nochmal neu draufsetzen, aber er selber kann das nicht wegmachen. Das noch dazu, Leute, und es sieht auch danach aus, dass es auf jeden Fall eine gute Fernkampfalternative sein könnte, denn wir haben halt ziemlich viel Reichweite mit 1500, wenn wir uns hinknien. Wenn wir uns nicht hinknien, haben wir halt 1200er Reichweite, und wir können uns halt Tarnung geben, zum Beispiel hier mit der Elite Schattenverschmelzung entfernt Enthüllung. Also Enthüllung sorgt ja dafür, dass wir uns nicht tarnen können, aber wir können die Enthüllung wegmachen und uns dann trotzdem tarnen. Wir könnten dann aus der Tarnung heraus schießen, und bin mal echt gespannt, wie sich das entwickeln wird in den PvP spielen. Sieht danach aus, dass es auf jeden Fall was fürs PvP sein könnte, denn fürs PvE bin ich mir jetzt nicht sicher, ob das für die Raids oder Fraktale was sein könnte, weil das Hinknien macht uns natürlich unmobil, und deswegen bin ich mir nicht ganz sicher, wie man das jetzt nutzen wird. Aber das dazu, Leute, ich hoffe, mein kleiner Übersichtsguide zu dem neuen Scharfschützen hat euch gefallen und weiterhelfen können. Falls ja, könnt ihr mir wie immer ein Abo da lassen, und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dahin, Leute, und tschüss.